Ja, hallo zusammen. Heute möchte ich in diesem kurzen Videoclip erklären, wie man Coolatouren mit Objekten ausstattet. Und dafür gehe ich ins Backend von Cooladic. Und hier sind ja die Coolatouren unter dem Reiter Liste Coolatouren aufgelistet. Ich werde das jetzt exemplarisch mal machen, also an der Tour Spuren der Kamillentraut, die mittlerweile obsolet geworden ist und deswegen dient sie ein bisschen als Labor. Also hier sind schon einige Bestandteile in dieser Gruppe vorhanden. Da möchte ich jetzt einfach ein weiteres Objekt hinzufügen und das geht, indem ich jetzt bei der Expertensuche das jeweilige Objekt suche. Ich möchte jetzt einfach mal hier dieses bereits freigegebene und bestehende Objekt Eisenwerk Gienand hinzufügen. Also suche ich das und man sieht, das Objekt wird hier angezeigt, also als Suchergebnis. Und zwar in Ergebnisspeicher B. Das ist immer ganz wichtig zu gucken, in welchem Ergebnisspeicher dieses Objekt jetzt abgelegt wurde. Also ich gehe jetzt wieder zurück auf die Liste Coolatouren, gehe wieder in meine Coolatour, die ich mit diesem Objekt ausstatten möchte, mache Bearbeiten starten. Jetzt ist hier das kleine grüne Kreuz und jetzt gehe ich jetzt hier auf den Ergebnisspeicher, wo mein Objekt liegt. In diesem Fall ist es ja Ergebnisspeicher B. Aktualisiere das und hier wird es dann angezeigt. Jetzt kann ich Auswahl übernehmen oder alle übernehmen. In diesem Fall ist es 1. Wenn ich jetzt verschiedene Objekte hätte, könnte ich jetzt hier auswählen oder wie gesagt alle übernehmen. Ich mache jetzt einfach Auswahl übernehmen und jetzt wird es hier als Teil dieser Route angezeigt. Jetzt kann ich aber auch noch die Objekte innerhalb dieser Route ordnen. Das heißt, wenn ich da eine bestimmte Reihenfolge reinbringen möchte, kann ich das auch noch im Nachhinein machen. Entweder kann man das machen, indem man halt die Objekte nacheinander sucht und einfügt, oder halt man fügt alle Objekte ein und macht dann die Reihenfolge im zweiten Schritt. Das geht, indem man diese markiert. Am besten man klickt hier auf dieses KLD-Feld und dann zieht man das mit gedrückter Maustaste einfach an die jeweilige Stelle. Ne? Es ist jetzt plötzlich an Platz 2. Oder nochmal, ich ziehe das jetzt ganz nach unten, zack, und jetzt ist es hier ganz unten angelangt. Und so kann man da eine gewisse Reihenfolge in die Objekte mit reinbringen. Ein wichtiger Punkt ist es noch, manchmal legt man dann eine Coolatour an aus bereits freigegebenen Objekten und vielleicht auch einem Objekt, das noch nicht freigegeben ist. Das Problem ist, die Coolatour wird erst dann sichtbar, sobald man sie freigibt. Also freigeben tut man das in dem Sinne ja hier mit dem Häkchen, das man setzt. Aber die Coolatour wird erst dann angezeigt, wenn wirklich alle Bestandteile freigegeben sind. Das heißt, wenn ein Objekt noch nicht freigegeben ist, was aber hier in dieser Liste als Wegpunkt geführt wird, dann ist die ganze Coolatour in der Cooladic-App noch nicht sichtbar. Generell ist es ja so, dass die Coolatouren ja nur in der Cooladic-App sichtbar sind. Mittlerweile aber wurde es so gemacht, dass man jetzt mittlerweile auch Coolatouren suchen kann. Das heißt, wenn man jetzt hier die Route freigegeben hat, die Coolatour, und dann in der App Spuren der Kamillentraut sucht, dann wird auch die Route angezeigt.